Jetzt keine Magic. Du kannst das jetzt irgendwie trinken oder was? Ich habe echt Durst. So, was soll das jetzt? Oh, shit. Oh, fuck. Scheiße. Scheiße. Was passiert hier denn gerade? So kann er den Käse jetzt nicht nehmen. Ist doch Käse. Die Pilze müssen natürlich schnell noch mit rein. Hallo. Oh. Oh! Alter! Also. So, jetzt haben wir natürlich astrein die Soße extra nicht mit drauf bekommen. Aber das ist auch alles Sinn der Sache. Sieht jetzt nicht allzu schön aus, aber du, das schmeckt, das sage ich dir. Das schmeckt. So, man sagt ja immer, das Auge isst mit, aber das habt ihr alle falsch verstanden. Das heißt nämlich, das Auge soll mal sein scheiß Maul halten, Alter. Banane, Zitrone, an der Ecke steht ein Mann. Banane, Zitrone, schau mal, was der Kalle kann. Banane, Zitrone, ich krieg den gleichen Kopf. So, vierteln. So, wo ist ein Pfannenwender? Den wenden wir gleich mal hier, den Pfannenwendler. Egal! Da steht Geschmäcker perfekt. Hä? Da steht Geschmack perfekt. Ich krieg für Geschmack aber nur 2. 2 Sterne ist nicht 5. Und 5 wäre perfekt. Aber da steht perfekt. Cooking Simulator, ich will ein Statement in den Kommentaren. Da werde ich aber fuchsig jetzt langsam. Also langsam kriege ich ja Sonnenheiz. So, und dann? Ja, irgendwann musste das ja passieren. Der Lachs ist im Ofen, das findet der Kalle gut. Ist zwar eine Forelle, doch ich ziehe meinen Hut. Ist mir scheißegal, gib mir mein Geld. Den Lachs auf den falschen Teller. Falscher Teller, falscher Teller. Mayday, Mayday, falscher Teller. Oh, jetzt kriege ich aber Stress. Nein! Ja, einfach rein, einfach rein, einfach rein, einfach rein. So. Alles an. Alles an. Alles an. So. Habt ihr jetzt davon? Oh! Oh! So, wir haben einiges vor. Kann man hier irgendwo einen Kredit aufnehmen? Wir brauchen Kredit, ne? Alter, hör auf, mich voll zu labern da oben. Blub, 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 blub. Bist du fertig? Wir haben Chiliflocken freigeschaltet. Oh, Zitronentorte! Ja! Ja! Wir dürfen Zitronentorte machen. Geil, gleich am Anfang. Guck mal. Guck mal. Meiner Meinung nach. Gar nicht mehr so schlecht. Ich merke gerade, ich habe eine halbe Stunde schon die Scheiße im Ofen. Nein! Sammel das alles schnell auf. Kein Problem hier. Ich würde mal sagen, die 3-Sekunden-Regel ist mittlerweile auch eine Lüge, ne? So, alles klar. Da ist doch jetzt alles dran. Boom, Junge. Guck mal diese Brust. Boom. Ja, Lakshu, Alter. I don't know, ey. Peng, peng, da bin ich wieder. So ein Ding ist. Wie kommt denn da immer die Mucke? Oh mein Gott, das ist alles noch drin. Ah, Mademoiselle. Lecker Butteri Schokolade. Geil. Geil. Süß und sämig. Was ist sämig? Eine Freundin hat mir auch mal gesagt, sie hat sich sämige Nudeln gemacht. Junge, was ist sämig? Ich komm doch gleich in den Kommentaren vorbei. Das ist eigentlich ganz witzig. So. Gut, geben wir das mal in die Rundbackform. Hallo? Ja, ich bin Kalle Kuschinski hier. Ich werde dir auch noch mal einen reinkochen jetzt. Also, Abfahrt. Was muss ich machen? Ja, womit fangen wir denn an, Kalle?
Hände waschen. Gut, machen wir nochmal neu. So räumt man auf bei mir. Wo ist das Eigelb, Kalle? Wie hast du das denn? Nein, den mach neu. Du kannst es doch nicht vom Boden nehmen. Eine Sekundenregel, das verkocht sich. Da ist sie weg. Die Maschine schlägt jetzt die Schlagsahne und du gibst jetzt... Kalle! Das... Pack die Sahne jetzt auch mit dabei, unterheben. Tut jetzt eh keinen... Kalle, was machst du denn? Ich erkläre dir ja gerade, wie es geht. Ja, scheinbar nicht. Das... guck mal, ich hab ein Messer. Dir sorgsam reingeben? Rein in die Ohrgasse. Da ist wirklich nichts reingegangen. So, wie macht man das? Ein Ei? Oh, kein Ei. Ich weiß noch nicht, ob ich Mehl habe. Ich habe doch einen Sack gesehen. Hast du einen Sack gesehen? Hast du zwischen die Beine geguckt? Genau, schön auf der Haut. Auf der Haut, beide nebeneinander. Auf der Haut, nebeneinander. Ja. Nebeneinander. Beruhig dich. Nein. Guck mal vom Backofen, bitte. Ist das unsere Flüssigkeit? Da unten? Da unten? Ja. Die ist wahrscheinlich beim... Was würdest du mir denn geben von der Skala, ich sag mal, 1 bis 10? 10. 10 Backpfeifen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Was sagen? Guck dir meine Pizza an, das ist einfach ein Kuchen, ey. Das ist ein Bergpizza. Das muss man erstmal hinbekommen. Hat das schon mal jemand gesehen? Nee, ich glaube nicht. Irre. Alter, Cooking Simulator, was habt ihr mit eurem Game gemacht? Ich riech mich ja nicht auf, aber das ist nicht mehr normal. Ich sag, ich sag, du hast zu viel Geld. Wir müssen noch bleiben. Da ist ein Deck und da wird es sich jetzt. Und Sven, drück du halt nicht. Ja, du frei. Will man nicht drücken. Soll brennen. Kann das jetzt anfangen zu brennen? Verbrennt das hier? Ja, Leute. Also, die... Oma brennt nicht. Der Baum brennt auch nicht. Ey, wie unrealistisch ist das Game? Das war's mal wieder mit Cooking Simulator. Ich hab die Schnauze voll. Bis zum nächsten Mal oder so, ne? Hi, ich bin die Anna hier beim Kochkuskunen. Ja und? Bist du der Koch hier? Ein Wiener Schnitzi und ein Kartoffelsalat. So, junge Frau, dann kommen Sie mal. Kommen Sie mal her, hier. Danke. Schnitzi? Warte mal. Was? Wiener Schnitzi. Ich glaube, Ei schmeißen ist nicht so gescheit. Jo, du kleiner Schlau. Oh, scheiße, mir ist das Ei zerdeppert. Ich habe jetzt meine beiden Eier verletzt. Okay, das war diesmal wirklich mal Absicht. Also jetzt reiße! Mann, da ist die Hälfte, da ist alles daneben gegangen, ey, Mist. Wir können das Schnitzel aufspießen. Schnitzelturm! Der schiefe Turm von China. Brauchen wir natürlich noch ein bisschen Öli, ne? Für Schnitzi. Das heißt Öl. Kartoffeln sind fertig! Gott sei Dank habe ich sie rechtzeitig runtergenommen. Über Sieb, die Kartoffeln. Das hat geklappt. Ja, ja. Ich glaube, das ist fertig. Ja, dann hör doch auf! Aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe einen Kochkurs gewonnen und ich habe gedacht, bist du der Koch? Bist du der Chef hier? Hast du das Sagen? Ja, ich bin Kochgeschäft. Ja, voll cool. Ja, hi, Anna, ich bin aus Österreich und ein Wiener Schnitzi, weißt du, was das ist? Wie bitte? Ein Wiener Schnitzi und ein Kartoffelsalat. Was wollen wir schnitzen? Ein Wiener Schnitzi. Ich hab gedacht, du bist der Koch. Weißt du gar nicht, wovon ich rede? Wiener Schnitzi und der Kartoffelsalat.